Jetzt bei Phoenix. Politikbegriffe leicht erklärt. Aufpoliert. Was ist eigentlich ein Geheimdienst? Da denkt man doch direkt an James Bond und Geheimagenten, die verdeckt im Einsatz sind. Früher mussten Spione erfinderisch sein, um an wichtige Informationen zu kommen. Heutzutage wird ihre Arbeit durch Technik, wie zum Beispiel Abhörgeräte, Überwachungs- und Ortungssysteme beherrscht. Einen großen Teil der Informationen allerdings beschaffen sie sich ganz profan aus Quellen wie Zeitungen und dem Internet. Doch wofür gibt es überhaupt Geheimdienste und was sind ihre Ziele? Kurz gesagt, die Geheimdienste sollen die Grundrechte der Demokratie sichern, für innere Sicherheit, den Schutz vor Spionage und die Abwehr von Terroranschlägen sorgen. In Deutschland gibt es drei Geheimdienste: den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Zu den heutigen Spionen gehören sogenannte Verbindungs- und Vertrauenspersonen, die als verdeckte Informanten arbeiten, aber auch Beamte und Soldaten. In Deutschland sitzt James Bond also im Büro. Aber bedient sich ein Geheimdienst immer rechtsstaatlicher Methoden? Wenn die Sicherheit des Landes bedroht ist, darf der Geheimdienst eingreifen und bestimmte Menschen überwachen. Doch was, wenn die Überwachung die Privatsphäre und die Grundrechte verletzt? Manche Geheimdienste werden für ihre Methoden stark kritisiert. So werden zum Beispiel in illegalen Foltergefängnissen die Menschenrechte mit Füßen getreten. Deswegen sind Geheimdienstgegner der Ansicht, dass sich solche Dienste nicht mit den Grundsätzen der Demokratie vereinbaren lassen. Doch ohne Geheimdienste kommt kein Land aus. So wurden zum Beispiel schon viele Terroranschläge durch Geheimdienste verhindert.